Alpha vom Weberschade. Ja, das Kompliment gilt Ihnen, die Sie alle hier sind. Sie haben sozusagen die Weisheit der Bibel heute umgesetzt. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Zug hierher gefahren bin, saß zuerst im Zug neben mir eine Immigrantin, die vor einigen Jahren mit ihrer Familie aus Kasachstan hierher gekommen ist, eine Russlanddeutsche. Sie hat mir gesagt, ich soll für sie mitdemonstrieren. Also wir sind noch viel mehr, als wir hier sind. Bin und insofern mich in Hannover nicht so gut auskenne, hatte ich vorhin einen Taxifahrer, einen Herrn aus Afghanistan, der schon über 20 Jahre hier lebt, der mir genau dasselbe sagte, wir sollen für ihn mitdemonstrieren. Ich war Anfang Oktober 3,5 Tage im Irak. Da werden Christen tatsächlich verfolgt. Und nicht nur dort. Aber was hier abgeht in Europa mit diesem Gender-Mainstreaming, das wird nicht mehr lange auf sich warten lassen, bis wir hier auch Christenverfolgung haben. Ja. Ich fordere die entsprechenden Parteien auf, die sich in Zeder vor die Partei schreiben oder die sich für christliche Werte einsetzen, endlich Flagge zu zeigen. Ja. Vorredner vorhin schon alles inhaltlich gesagt, da gibt es nicht mehr viel zu ergänzen. Nochmal vielen Dank, dass Sie mit mir auch hier alle hier waren. Danke.